Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und heute werden wir uns ein altdeutsches Schnitzelfleisch machen. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung, und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Los geht's mit dem Fleisch. Da braucht ihr Schnitzel und diese schneidet ihr euch in solche breiten Streifen hier. Wir brauchen Champignons, diese schneidet ihr euch in solche Scheiben hier. Dann Zwiebeln, die in Halbringe. Und hier vorne die Tomatenpaprika, die ist ja fertig geschnitten im Glas. Dann noch so eine kleine Menge Speck. Außerdem brauchen wir Senf, dann etwas Creme Fraiche. Und das hier ist jetzt eine Mischung aus Sahne und Milch, 1:1 gemischt. Käse brauchen wir, in meinem Fall ist das jetzt geriebener Gouda. Und gewürzt wird einfach nur mit Salz und Pfeffer. Das waren sie dann, unsere Zutaten. Das meiste ist auch schon vorbereitet und geschnippelt. Dennoch müssen wir uns jetzt erstmal ums Fleisch kümmern. Denn das werden wir jetzt zuerst ein wenig salzen und pfeffern. Das wird dann gut vermischt, dass überall Salz und Pfeffer hinkommt. Nach dem Vermischen verteilen wir das dann schön flach hier unten in der Auflaufform bzw. in der Schwedenschale. Das Fleisch habe ich dann erstmal beiseite gestellt. Jetzt rühren wir noch schnell die Soße an. Dazu geben wir den Senf zur Sahne und zur Milch. Darauf folgt dann die Creme Fraiche. Das werden wir dann noch gut vorrühren, dass das richtig schön glatt gemischt ist. Ja, und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns drüben an der Pfanne. Die Pfanne hat dann auf meinem Hockerkocher Platz genommen. Ich nutze da meine Tiefe 30er. Da geben wir gleich im kalten Zustand den Speck rein und den lassen wir aus. Mittlerweile hat der Speck dann genug Fett gelassen und ich habe die Zwiebeln dazu getan und die werden wir jetzt auch noch schön mit anbraten. Nach guten 10 Minuten sehen die Zwiebeln und der Speck dann so aus. Jetzt kommen noch die Pilze dazu. Und auch die werden wir noch mal so ein paar Minuten mit anbraten. Das aber nur so lange, bis sie ungefähr die Hälfte von ihrer Größe verloren haben. Nach weiteren 10 Minuten sieht das Ganze so hier aus. Jetzt werden wir die Hitze abschalten. Dann werden wir uns die Pfanne nehmen und rüber an den Tisch gehen. Und die Masse, die geben wir dann jetzt hier über unsere Fleischstückchen und verteilen das auch gleich schön. Und nachdem das dann schön verteilt ist, kann dann die Tomatenpaprika darüber. Da müsst ihr auch gucken, die so ein bisschen verteilen. Dann können wir die Soße darüber gießen. Dann können wir das Ganze hier so ein bisschen schütteln, dass überall was von der Soße hinkommt. Ja, und dann nehmen wir jetzt hier unsere Schale und gehen damit an den Grill. Die Schale hat dann auf dem Grill Platz genommen. Heute nutzen wir wieder indirekte Hitze, das heißt, rechter Brenner ist an, linker Brenner ist an, dann machen wir zu. Eingeregelt ist der Grill dann jetzt auf gute 180 Grad und da lassen wir die Schale jetzt so gute 45 Minuten drauf stehen. Ist die Zeit rum, geben wir zum Schluss noch den Käse drüber, den lassen wir dann auch noch gescheit überbacken und dann sind wir auch schon fertig. Aber jetzt warten wir erstmal die 45 Minuten. Die 45 Minuten sind dann rum, wir schauen mal rein. Und ich würde sagen, das sieht hervorragend aus. Jetzt nehmen wir uns noch den Käse, werden den hier so ganz locker drüber streuen. Der Käse wäre dann auch drauf. Den lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel noch mal so gute 15 Minuten überbacken. Einfach nur so lange, bis er die Farbe hat, die ihr haben möchtet. Der Käse hat dann für mich die gewünschte Farbe erreicht. Unser altdeutsches Schnitzelfleisch steht dann hier und so schaut's aus. Und bei mir muss das halt immer so sein, der Käse, der muss sich einigermaßen noch ziehen, also der darf nicht zu dunkel sein. Wenn ihr das mögt, macht ihr das natürlich so. Ja, dann zupft man sich hier so ein bisschen was weg, auch so ein Stück Fleisch. Füllt sich das so auf und jetzt wird probiert. Guten Appetit, vorher muss natürlich gepustet werden,
weil das ist knallheiß. Ja, und dann. Boah. Also ich muss sagen, geschmacklich ist das der Knaller, obwohl ich anfangs skeptisch war, denn jetzt beim Aufräumen haben wir so ein Rezepteheft gefunden, das ist von der Oma meiner Frau und da stand das Rezept so drin und da habe ich gesagt, da fehlt da bestimmt die Hälfte, weil gewürztechnisch da nicht viel los war, außer dass das Fleisch, sage ich mal, mit Salz und Pfeffer gewürzt wird, der Rest einfach nur so gelassen wird, mit Senf gemischt wird, da habe ich gedacht, geschmacklich, da passiert nicht viel, aber durch den Bacon, Zwiebeln, Pilze und hinterher noch die Tomatenpaprika, die dem Ganzen so eine leichte Säure verleiht, das ist einfach nur göttlich. Gut, beim Fleisch muss man da natürlich jetzt wieder gucken, dass man genau den Punkt trifft, denn so ein Schnitzel hat natürlich dann die Eigenart, schnell trocken zu werden. Deswegen mit Käse überbacken, maximal eine Stunde, seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich denke mal, alternativ kann man dazu bestimmt auch einen Schweinenacken nehmen. Dann kann man es auch ein bisschen länger drauf lassen. Das müsste man ausprobieren. Aber so hier, alles in allem, die gebratenen Zwiebeln mit Speck. Allein die Soße, die ist mit dem Senf und das ist einfach, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie mega geil das ist. Macht's einfach nach und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. Das lohnt sich in jedem Fall. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen. Und was sagt uns das Rezept wieder? Omas Rezepte sind doch die besten, immer einfach gehalten und geschmacklich dann immer eine Wucht. Ich hoffe, die Nummer hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, könnt ihr das gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.